Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Pharmarama. Und ja, wie bereits schon im gestrigen Video erwähnt, gibt es heute ein neues Event. Neues Kracher nennt sich das Ganze. Und ja, wir haben gestern schon ein wenig reingeschnuppert. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal genauer an. Vorab noch eins gesagt, dieses Event ist mal wieder eines, wo ich sage, dass es vollkommen übertrieben ist. Man braucht natürlich wieder einiges, was man abgeben muss, zum Beispiel einen bestimmten Gegenwert von Pflanzen, Baumfrüchte und Tieren, was ziemlich extrem ist. So, und das gucken wir uns jetzt mal an. Das ganze Event könnt ihr natürlich auch hier finden, wenn ihr das wollt. Könnt ihr hier drauf klicken. Genau. Ihr könnt aber auch hier drauf klicken. Oder, wenn ihr euch noch mehr Mühe machen wollt, könnt ihr hier in die Stadt gehen und dann hier drauf klicken und dann hier. Also es ist ziemlich sinnlos. Okay, ich habe schon einmal kurz vorgeguckt, wie das Ganze laufen wird. Und hier brauchten wir jetzt einen Gegenwert von 25.000 an Pflanzen. Pflanzen könnt ihr einen Pflanzen nehmen von Pharmarama und natürlich auch von der normalen Ackerbau. Also, ne? Ihr wisst, was ich glaube, ich meine. Und ja, Pflanzen werden nicht nur benötigt, wir brauchen auch einen gewissen Gegenwert von, ich will mal Gegenstand sagen, Gegenwert von Tieren, da auch wieder von Pharmarama, könnt ihr genauso nehmen und halt auch normale Tiere. Weiter geht's dann mit Baumfrüchten, auch hier wieder von Pharmarama und so weiter und so fort. Je nach Stufe werden natürlich auch die Gegenwerte ein wenig höher. Zum Beispiel hatten wir hier bei der ersten Aufgabe hatten wir 25.000 Gegenwert, das wir abgeben mussten. Bei der nächsten Stufe, also hier Aufgabe, ich glaube das ist Gold und das da ist Diamant, keine Ahnung, brauchen wir jetzt 50.000 und hier brauchen wir dann 125.000. Wo wir dann auch natürlich den ersten Sticker bekommen. Ich finde die Menge ziemlich übertrieben. Es ist natürlich machbar, natürlich. Aber auch hier wird mal wieder gesagt, ab Level 3 machbar. Ich frage gar nicht erst nach, ob der irgendwer da überhaupt mitkommen würde. Also so ein Level 3er kannst du vergessen, brauchst nicht mitmachen. Es ist einfach sinnlos. Also die Angaben sind manchmal ziemlich sehr einfallsreich. Ich halte von diesem Event tatsächlich überhaupt nichts. Ich werde es ein paar Tage mitmachen wahrscheinlich, um zumindest ein wenig Münzen und Erfahrungspunkte zu sammeln. Aber auf die Items bin ich überhaupt nicht scharf. Wir gehen mal kurz auf die Pharmarama-Fans-Seite und gucken uns nochmal die Items an. Die bringen einfach mal absolut gar nichts ein, ja? Zum Beispiel dieses hier. Bringt nach 12 Stunden 2050 EPs. Für einen Neuling schon relativ... Kann man was damit anfangen, natürlich. Aber ich bin jetzt momentan, keine Ahnung, Level 8... 83 oder so. Und da sind 2000 einfach mal gar nichts. Ja, da braucht man dann doch schon irgendwie deutlich mehr als nur 2050 da, um irgendwie Fortschritt zu bekommen, ja. Oder irgendwie Fortschritt zu erhalten. Ne, ihr wisst, was ich meine. So, und das Ganze gucken wir uns jetzt mal ein bisschen an. Wir gucken uns hier einen Pflanzen mal an. Das ist der Korallenwurz. Ohne Dünger braucht der natürlich 8 Stunden. Genauso wie der Drachenmäulchen braucht knapp 5 Stunden, wenn kein Dünger drauf ist. Wenn man natürlich dann jetzt Wasser drauf donnern, ja, dauert es ein bisschen länger, nicht mehr so lange, dann sagen wir 6 19 zum Beispiel. Haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Dünger drauf. Zum Glück habe ich gesammelt. Dauert es auch wieder nicht so lange. Wenn ihr könnt jetzt zum Beispiel jetzt nochmal das draufhauen. Das ist Susis Superdünger. Bekommt ihr, glaube ich, nur mehr Ertrag. Hallo Nachbarn. So, dann könnt ihr noch mehr draufhauen und dann das noch reinhauen und dann habt ihr... Dauert schon gar nicht mal so lange. Das sind 2 Stunden, geht eigentlich relativ. Die bringt tatsächlich auch relativ gut Erfahrungspunkte, ja. Ich kann noch einen Tipp geben, wenn ihr dann das Ganze erntet. Wenn ihr dann ein bisschen mehr habt, könnt ihr so kleine Felder machen. Und was ihr auf alle Fälle nicht vergessen solltet, ist dann nochmal Karotten-Apfel-Chutney zu nehmen.
Das bedeutet dann nochmal zweimal mehr Ertrag. Das heißt, jetzt wurde ich hier beim Abernten nur 7 bekommen. Und wenn ich dann das Karotten- und Apfelschutney nochmal einsetze, würde ich dann 9 bekommen. Das rentiert sich dann doch schon ziemlich sehr. Ich habe ein bisschen vorgekämpft quasi und habe einiges abgegeben. Wir haben die Neujahrskrache 1 so gut wie fast fertig. Hier ist fertig, hier ist fertig, hier ist fertig, hier ist fertig, hier ist fertig. So, jetzt gehen wir nochmal einzelne Stufen. Hier bekamen wir bei Diamant, ich glaube, das ist Diamant, oder? Zeigt man das an? Nein, zeigt es nicht an. Hier bekommen wir als Endergebnis quasi dann den Sticker. Wenn wir dann Stufe 2, bekommen wir dann endlich Neujahrskracher 2 freigeschaltet. Ja, und hier beschreitet man eigentlich gar nichts frei. Das sind nur 2 Aufgaben quasi. Das Ganze geht dann genauso gleich. So, bei Neujahrskracher schalten wir nämlich erst alles frei. Ja, also die 2 bis 4. Das heißt, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Hier haben wir den Sticker. Hier die zweite Stufe, also Neujahrskracher 2. Hier Neujahrskracher 3. Und hier die Nummer 4. Also von den Belohnungen her geht es eigentlich relativ. Es gab gut Erfahrungspunkte. Na okay, man musste auch viel abgeben, ja. Aber halt die ganzen Belohnungen, die rentieren sich halt einfach absolut nicht. Und hier brauchen wir auch bereits schon die Eventpflanze. So, das wollte ich eigentlich nochmal zeigen. Oh, was gibt es denn hier? Belohnung. Ach, das ist der... Ah, das erste Item. Okay. Gut. Das soll es also eigentlich von meiner Seite aus auch schon gewesen sein. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, ne? Dieses Jahr kommt nochmal ein Video. Sozusagen als Verabschiedung für dieses Jahr 2017. Und wir sehen uns dann bis dahin, ne? Macht's gut. Tschüss.